God, I thank you in this season that you are shaking the nations. Herr, ich danke dir in dieser Zeit, dass du die Völker erschütterst und dass nur das bleibt, was unerschütterbar ist. In dieser Zeit, wir danken dir, dass du die Erwählten herausrufst, dass du in den Esthers, Josefs, Daniels hervorrufst, dass du eine gerechte Regierung hervorbringst und dass sie deine Gemeinde stützen, wie noch nie. Wir kommen heraus aus allen Bindungen und stehen mit Ausrichtung mit dir, allmächtiger Vater, und mit deiner erstgeborenen Nation Israel. Da, wo wir uns positionieren, kommen wir in die volle Reife der Söhne Gottes, die, nach der sich alle Schöpfung sehnt. Und so wie wir unsere Nation ausrichten in dieser heiligen Ausrichtung, dass die Gedanken von Jeschua freigesetzt sind. Und so wie die Ekklesia aufsteht in den Nationen und die Nationen Schafnationen werden, proklamieren wir, dass wir lernen, dass wir unsere Schilde miteinander verbinden und dass wir lernen, was das heißt, strategisch, in Regierung und über die Nation hinaus, sodass wir zusammen stark stehen gegen die Mächte der Finsternis, heißt, stehen, die versuchen, die Nationen der Welt zu regieren. Und wir beten, dass Gerechtigkeit fließt zu jedem Herzen, zu jeder Nation, zu jeder Stadt, zu jeder Regierung, zu jeder Nation. Herr, dein Reich breitet sich kräftig aus und deine Liebhaber ergreifen es mit Kraft. Und wir beten, dass du uns lehrst, was es heißt, Nationen in Jüngerschaft zu führen, sodass die Erde erfüllt ist von deiner Herrlichkeit.